Moinsen Pamarillos, mein Name ist Joker und ihr seid in einem Kartendeck und jetzt schauen wir mal, was sich hier in diesem schönen Zeppelin verbirgt. Wuhu, Betsy. Das Spiel sieht einfach richtig gut aus, ey. I love it. So, was haben wir da? Gehen wir mal da rein. Ist von innen verriegelt. Wenn ich die Kontrolltafel finde, kann ich die Sicherheitsprotokolle mit dem Distanz-Hacking-Gerät überbrücken. Distanz-Hacking-Gerät, da haben wir das doch. Distanz-Hacking-Gerät. Was haben wir das hier? Rauchbombe. Distanz-Hacking-Gerät. So. Gerät hacken. Ich glaube, es heißt Biochemie. Es will nicht. Ne, es kann nicht Biochemie heißen. Es kann... Doch, kann. Ah, okay. So, auf geht's. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dann jetzt aber rein in die Luke. So. Was haben wir denn hier? Funktioniert sie? Natürlich funktioniert sie. Das habe ich noch nie gesehen. Weil es neue, hochmoderne Drohnentechnologie ist. Was kann sie? Das haben wir doch schon besprochen. Der Bediener, also ich, steuert die Drohne aus der Entfernung. Die integrierte Software ermöglicht es, unabhängig auf bis zu 3 Personen zu zielen. Alter! Ich dachte, wir müssen nur auf Batman zielen. Richtig. Die anderen 2 sind nur ein Bonus. Jetzt sieh zu und lerne. Was machst du da? Hä? Der macht ja gar nichts. Guck, was haben wir denn da? Etwas. Wie du sehen kannst, sind die Ziel- und Steuerungssysteme jetzt fast perfekt. Siehe, das Licht ist weiß. Das ist gut. Das heißt, dass sie dich als Freund erkennt. In dem Modus bist du sicher. Denk aber dran. Wenn das Licht rot ist, wirst du zum Ziel. Was sollen wir in dem Fall machen? Was ist das? Dann bleib dir weg von hier. Alter, warum haben die eine Kiste voller Insekten? Wie komme ich denn jetzt hier runter? Durch diese Luke hier? Ich glaube ja. Die Soldaten nutzen eine unbemannte Drohne. Wenn ich die Fernsteuerung des Piloten hacke, kann ich die Drohne umprogrammieren und gegen einsetzen. Codes herunterladen? Ich habe die Codes. Jetzt kann ich die Drohne gegen sie einsetzen. Oh, geil! Sie ist elektronisch verriegelt. Wenn ich die Steuerkonsole finde, kann ich sie mit dem Distanz-Hacking-Gerät knacken. Ja, hier steht ja leider so ein Ding drauf. Kann ich das schieben? Steuerkonsole finden. Was haben wir hier denn? Fingerabdrücke nicht erkannt. Zugriff verweigert. Na gut, so, dann gucken wir mal, wo das Kabel ist. Hier ist irgend so ein anderes Teil. Aber da müsste ich ja drankommen von hier. Ja, sehr schön. So, dann gucken wir mal, was es heißt. Es heißt... Protonen. Passwort akzeptiert. Proteine waren's. Sehr schön, es geht auf. Sie haben einen Weg hineingefunden, Sir. Irgendeine Spur von Mr. Stack? Noch nicht. Der Arkham Knight und Scarecrows Truppen haben getötet, wen auch immer sie finden konnten. Es muss einen Grund geben, weshalb sie da sind, Sir. Was haben sie vor? Jetzt ist nur Barbara wichtig. Wenn sie sicher ist, kümmere ich mich um den Rest. Aber Sir, Sie haben die Chance, dies zu beenden. Stellen Sie Scarecrow und retten Sie die ganze Stadt. Auch Miss Gordon würde das wollen. Ich werde niemanden mehr verlieren, Alfred. Niemanden! So, aktiviere das Teil. Einfach draufkleben. Ich sollte jetzt das hilft die immer. Kontrolle über das Stabilisierungssystem des Flugschiffs haben. Das Distanz-Hacking-Gerät funktioniert aber nur innerhalb eines gewissen Radius um die Steuerkonsole. Luftschiff neigen. L. Ja cool, jetzt komme ich ja weiter. Das ist ja geil. So, dann kann ich ja jetzt hier rein. Und nun... Ah, Moment, wenn ich jetzt nach vorne neige. Nee, so möchte er nicht.
Nee, ich probiere mal andersrum. Und tschüss. Das ist ja geil, Alter. Nein, nicht da hoch. Da war ich doch gerade. Sind die jetzt hier runtergefallen? So, da neigen wir es doch mal darüber. Ach, guck mal. Der hängt fest. So, was jetzt? Kann ich jetzt da hinten durch? Komme ich denn da durch? Ich aktiviere das nochmal. Aktivieren. Magnetverschluss aus. Und jetzt neige ich das Teil. L1. Und nach rechts neigen. Und R2 aktivieren. Und jetzt nach links neigen. Sehr schön. Ich hoffe, hier ist keiner mehr an Bord. Dem wird ja ganz schwindelig. Was haben wir denn hier? Eine Riddler-Trophäe? Da ist eine Riddler-Trophäe. Da muss ich bestimmt einen Batarang werfen. Und zwar dadurch. Und zwar hier drauf. Ja. War ja gar nicht so fies. Und nun? Wo geht's lang? Bohrdrohne. Was haben wir denn da oben noch? Ah, da ist noch was. So, dann machen wir das Timer an. Und dann nach rechts. Schau mal an. Ein Gitter haben wir gefunden mit einer Riddler-Trophäe drin. Geschnappt. So. Ein Gebiet überblickend. Moment mal. Moment mal. Ah. Ich muss es erst hacken. Moment. Ich muss das Teil rausholen. Nein, lass das mal. Ich nehme das da. Dann hack ich das. Ah, guck mal, das ist grün, weil es vom Riddler ist. Ich finde es aber nicht. Gradient. Okay. So, da haben wir das. Dann L1. Wir neigen es nach links. Dann neigen wir es nach rechts. Dann neigen wir es nach unten. Und nun kann ich es öffnen? Ah, okay, sehr schön. Die haben uns auch geschnappt. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Was haben wir denn da oben? Inaktiver Elektromotor. Okay. Und sonst, nach oben komme ich ja gar nicht mehr. Muss ich etwa doch hier lang? Außer Reichweite. Da geht's auf jeden Fall nach oben. In ein Gitter. Wow! Alter, war das knapp. Oh oh. Auf die Gelegenheit habe ich schon lange. Ausweichen, halten, Klingen ducken. Ah komm, den kloppen wir einfach so um. Also du warst kein Gegner. Aber das war knapp. So, hier kommen wir nicht durch, oder wie? Mal gucken, was das Teil hier sagt. Tür verschlossen. Na schön. Dann hacken wir eben die Konsole dort. Aber die kann ich gar nicht hacken. Ah, doch. Gerät hacken. So. Elemente.
Ausgetauscht. Passwort akzeptiert. Die Soldaten haben Stack. Und so wie er aussieht, hält er nicht mehr lange durch. Ich muss ihn retten. Ich verrate es nicht. Sollen wir dir deine Finger abschneiden? Von mir aus. Fangen wir mit den Fingern an und sehen, wann die Zeit kommt, bis du redest. Hi, Dudes! Boah, jetzt gibt's wieder eine schöne Klopperei. Waffe ergreifen. Oh, so, über den drüber. Oh! Alter! Das ist so geil, guck mal, gegen wie viele Batman gleichzeitig kämpft. Und ich wollte gerade sagen, ist meine Combo weg? So, einer nach dem anderen. Und zweimal Combo. Oh, der hat mich geboxt. Scheiße. Komm, Waffe ergreifen. Oh, der macht sich mir lang. Da werden ganz schön wenige langsam. Finde ich ja schade. Waffe ergreifen. Hi. Ach, guck mal, mit dem Stock kann man den auch schlagen. So, den haben wir. Waffe ergreifen. Oh, der kommt. Waffe ergreifen. Okay, Waffe ergreifen. Und jetzt? Oh, was für ein Combo. Er ist ins Gesicht geboxt, dann ist er explodiert. Batman, Gott sei Dank, du ach, da bist du ja. Soll ich dir aufhelfen? Bist du? Vielen Dank. Die hätten mich umgebracht. Wieso? Was haben sie getan? Nichts. Diese Tiere stürmten rein und feuerten drauf los. Sie haben diese Zylinder eingesammelt. Nimbus-Generatoren. Eine absolut saubere Energiezellentechnologie, die wir entwickelten. Wo ist Scarecrow? Er ist auf dem zweiten Luftschiff. Hatte er jemanden bei sich? Oh, sie meinen Barbara Gordon. Wir wissen doch beide, dass sie schon tot ist, oder? Der sieht auch immer runtergekommen aus. Na gut, wo geht's denn hier raus? Oh. Alter, was ist denn jetzt los? Alter. Geh weg. Seid ihr bescheuert? Halt dein Maul. Lass mich in Ruhe. Verschwinde. Hau ab. Ich spreche euch alle Knochen. Alter, ich spring dich um. Ich spring dich um. Ziel gesichert. Wir bringen ihn zu A2. Kommen. Batman. Nein. Scheiße. Sag auf Wiedersehen. Du siehst ihn nie wieder. Wie komme ich denn jetzt darüber? Hier komme ich jetzt erstmal nicht durch. Da komme ich auf jeden Fall hoch. Da kam ich her. Was haben wir denn da unten noch? Ach, guck mal hier. So, dann rüste ich mal das Teil aus. Das hacken wir schnell. Nukleinsäure? Nukleinsäuren. Ha. So, auf mit der Tür. Wow. Irgendwas schießt mich da ab. Ich wurde zu Scarecrow im zweiten Luftschiff gebracht, aber es ist mit Geschützen gesichert. Einen Moment bitte, Sir. Gut, der Plan zeigt ein Sicherheitsterminal im Forschungslabor nahe des Hecks des Luftschiffes, in dem Sie sind. Die Geschütze sollten sich von dort aus ausschalten lassen. Alfred weiß das immer in 3 Sekunden. Zerstöre die Geschütze auf dem zweiten Luftschiff. Was haben wir denn hier? Äh,
Lass mich mal hier rein. Ich sollte den Bereich nach einem weiteren Stabilisierungsterminal zum Hacken absuchen. Mach ich doch. Der will nicht. Ach so. Es muss noch ein Stabilisierungsterminal in der Nähe zum Überbrücken geben. Dann ist es bestimmt der da. Fast, Bats. Ich hab gespürt, wie du die Kontrolle verloren hast. Noch ein Hauch mehr von dem vorzüglichen Angstgas und es ist alles aus für dich. Also nach rechts, den sichern. Ja, okay, wir werden das bestimmt von unten auch rauskriegen. So, dann... Okay. Hast du geglaubt, du hättest der nächste ist da hinten. Aufgehalten, Batman. Du hast nur das Unausweichliche hinausgezögert. Gotham gehört mir und ich mache das, was ich will. Das gilt auch für deine Freundin. Arme kleine Barbara Gordon. Schließ deine Augen. Siehst du, wie sie in der Dunkelheit kauert und den Helden verflucht in den Stiegen des Nazis? Dein Schwachpunkt, deine Besessenheit. Ich sollte von den Containern wegtreten, bevor ich das Luftschiff zur Seite neige. Ja, aber Moment mal. Die Wand sieht ein bisschen explosiv aus. Es wäre grausam. Total. Aber ich habe andere Pläne für euch beide. Was hat mich... Ach so, jetzt kann ich den da rein. Ah, okay. Dann kann ich den jetzt da rein neigen, quasi. So. Was haben wir denn hier? Ha! Sehr schön. Wenn ich das jetzt zur Seite neige. Moment. Dann. Nein, 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 nein. Ich muss den erst aktivieren. Und dann die nach rechts neigen. Dann komme ich auch durch. Komm, Betsy, nach vorne. Da muss ich hin. Wahrscheinlich muss ich jetzt erst... Was ist denn, wenn ich den nach da neige? Komme ich dann hier durch? Sieht so aus! Ah, da bin ich. So, hier geht's nach oben. Der ist irgendwie tot. Die sind irgendwie auch tot. Da haben wir so ein Terminal. So. Mal gucken, was das Wort ist. Finden wir doch schnell raus. Kochbuch. Kohlendioxid. Oder Kohlenstoff. S-T-O-F-F. Nee. Kohlenhydrat? Kohlenhydrat. Okay. So, der Aufzug läuft wieder. Wir haben immer unseren eigenen Aufzug dabei. Alles klar, hier geht's ins Labor. Hör mal, was da unten passiert ist. Ich wollte nicht dich umbringen, sondern deinen Verstand. Also, sind wir noch Freunde? Nein, Joker, sind wir nicht, weil du mich nervst. Ja, Freunde fürs Leben. Ich bin eh unschuldig. An allem ist nur Scarecrow schuld mit seiner patentierten Joker-Befreiungsmixtur. Ihr habt einen blinden Passagier. Findet ihn. Ich muss den Soldaten anvisieren, der die Drohne steuert. Ich muss näher ran. Na gut, dann wie sehen wir den doch mal an? Ich habe die Codes. Ich kann die Drohne oder ihre Ziele anvisieren, um sie gegen sie zu wenden. Was zum Henker machst du da? Wir sollten die Drohne
Mann, ich hab die Kontrolle verloren. Jawollo, sehr geil. Ist das Ding kaputt? Ja, sehr cool. So, wen haben wir denn jetzt noch da? Die haben auf jeden Fall Angst. Da unten haben wir noch was. Wo ist denn mein... Genau, das Teil. Was haben wir denn da noch? Das können wir deaktivieren. Ich glaube, das brauche ich aber erstmal nicht. Mal sehen, ob er okay ist. Wo? Beim Fenster, Backbord. Ja, wir sehen uns dort. Was ist denn das? Mist. Batman ist drüber auf dieses Luftschiff. Der Knight hatte recht. Hä? Er hat gesagt, er würde herkommen. Er hatte recht. Denkst du, er ist noch da? Da kannst du deinen Arsch drauf verwetten. Lass ihn. Ich muss das noch selber zielen hier. Haben wir noch irgendwo? Der hat auch noch was. So, gut. Ich sehe den Typen, der Batman umgehauen hat. Wo ist er? Mitten im verdammten Raum, mach die Augen auf! Wir sollten schnell machen! Was hat er diesmal gemacht? Scheiße! Der hat ein Wachgeschütz! Bleibst du da? Jawohl, den habe ich erwischt. Ups, jetzt bin ich gegen das Mikrofon gekommen. So, die zwei da unten kann ich kaputt kloppen. Ja, du kannst mir nichts. Ha! Komm, blöd, oder? So, den erwische ich. Den habe ich auch erwischt. Was ist das hier für ein Gerät? Kann ich damit was machen? Erstmal nicht. Der krabbelt da unten auch so merkwürdig rum. Sind das Affen, Alter? Ach, da sind Affen drin, tatsächlich. Okay, das ist das Forschungslabor. Was macht das für ein Gerät? Man weiß es nicht. Ich mag den Typ da unten nicht. Was macht der denn da? Das müsste der Letzte gewesen sein. Ein Gegner geordnet, einer bewaffnet. Okay, das war der Letzte. Sehr schön. Da sie jetzt aus dem Weg sind, kann ich über die Konsole die Verteidigung des Luftschiffs deaktivieren. Dann machen wir das doch noch schnell. So, hier ist die Konsole. Aber mal ehrlich, das liegt alles nur am neuen Anzug und nicht am ausgedienten Held darin, oder? Ja, der Anzug ist schon cool, Dude. Die Bedienung des Waffensystems ist durch einen Fingerabdruckscanner gesichert, der auf Stack eingestellt ist. Ohne saubere Abdrücke komme ich nicht rein. Vielleicht haben die Überwachungskameras was aufgezeichnet. Ich sollte die Aufnahmen daraufhin prüfen, ob Stack während der Entführung irgendeine Oberfläche berührt hat. Dann könnte ich die Abdrücke vielleicht rekonstruieren. Hier berührt er eine Oberfläche. Stack muss dort auf dem Boden einen Handabdruck hinterlassen haben. Ich sollte weitere Stellen suchen, die er berührt hat. Dann finde ich vielleicht alle Abdrücke. Reicht da nicht einer? Die hatte doch so ein Ding in der Hand. Auf dieser Aufnahme hinterlässt Stack keine Fingerabdrücke. Dann gucken wir mal weiter. Wie er einfach wegläuft. Na gut, dann gucken wir mal. Da, Moment. Oder? Ne, der macht eine Faust. Jetzt! Genau hier. Stack hat hier den Boden berührt, nachdem er die Treppe runterfiel. Ich sollte nach weiteren Abdrücken suchen. Wie viel denn noch? Da fällt auf jeden Fall die Treppe runter. Da. Genau hier. Er berührte das Geländer, um das Gleichgewicht zu halten. Um den vollen Satz zu rekonstruieren, brauche ich mehr Abdrücke. Da. Genau hier. Stack hat einen Handabdruck nahe des Ausgangs hinterlassen. Ich weiß, wo Stack seine Abdrücke hinterlassen hat. Ich muss die Stellen nur scannen. Na gut. Also, was machst du da? Du rekonstruierst einen Abdruck aus all diesen klitzekleinen Stückchen? Ja. Apropos klitzekleine Stückchen. Was glaubst du, was sie mit Barbara machen werden? Ich weiß es nicht, aber...
Hier machen wir erstmal Stopp. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr das Spiel gewinnen möchtet, schreibt fleißig Kommentare. Ansonsten lasst ein Abo da, Daumen nach oben und Feedback ist auch immer gern gesehen. Danke fürs Zuschauen und stay pam. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben für mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.